und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Diesen Freitag mal eine kleine Besonderheit. Diesen Freitag lasse ich euch mal die Tage vor meinem Geburtstag teilhaben. Nämlich, wir haben jetzt gerade just diesen Moment, entschuldigt, das ist so gut gelaufen. Ja, hier. Wir haben jetzt gerade 22 Uhr am 23. Und das Witzige ist, heute war der 23. und heute war auch der letzte Tag, an dem ich 23 bin. Weil, ja, morgen ist dann der 24. und dann werde ich schon 24 Jahre alt. Unglaublich. Also, ich für meinen Teil muss zugeben, im Moment geht es mir nicht so besonders gut. Ich bin jemand, ich habe immer total die Panik vor meinem Geburtstag. Und so langsam fange ich an, diese Sachen zu merken. Sowas wie, ich habe etwas Atemnot und ja, ich fühle mich einfach gerade nicht so ganz wohl. Ich schlafe auch meistens vor meinem Geburtstag vor lauter Aufregung und so nicht so gut. Deswegen bin ich auch langsam echt so ein bisschen, ja, nicht ganz zurechnungsfähig. Und ja. Ja, gut, das kann ich nicht anders formulieren also. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt folgende Dinge sind auf jeden Fall geplant. Ich werde euch jetzt heute noch mitnehmen am 23. dabei, wie ich einen Sirup mache, weil ich habe mir geplant, ja, ich habe für mich und meine Gäste geplant, Sirup auf den Tisch zu stellen, selbstgemachten. Und es gibt Maracuja-Sirup und da werde ich euch nachher gleich zeigen, wie das geht und alles. Und dann werde ich euch auf jeden Fall beim 24. so viel wie möglich mitnehmen und mal sehen, wie weit so geht. Und ja, ich würde sagen, jetzt fangen wir dann nachher gleich an, dann nach diesem Teil. Und ja, bis nachher. Ciao! Jetzt im Moment sind wir gerade bei mir in der Küche gelandet und ja, ich mache meine ganze Familie gerade schon verrückt, weil ich so total nervös bin und wie so ein Pedo Mobile oder besser gesagt wie so ein Flummi renne ich die ganze Zeit von einem Ort zum anderen und ich kriege auch gerade gar keine Ruhe in mich rein irgendwie und es ist wirklich, wirklich schrecklich. Auf jeden Fall, im Moment rennt auch Isa gerade durch die Gegend und wenn Issy dann wieder im Stall ist, werde ich dann wahrscheinlich anfangen mit dem Sirup und ja, aber ich wollte euch erzählen, wie es mir jetzt zwischenzeitlich geht, weil jetzt haben wir 22:30 und ja, was kann ich noch erzählen, so auf die Schnelle? Ja, ich bin auf jeden Fall total aufgeregt und nervös und für mich auch eine der Sachen, die wirklich am schlimmsten ist, ist, ich habe zu meiner Mutter gesagt, sie soll mir nicht verraten, ob es einen Kuchen gibt oder nicht und ich könnte jetzt platzen so langsam vor Aufregung und ich versuche es auch schon mit den billigsten Tricks rauszufinden, ob es jetzt einen Kuchen gibt oder nicht, sowas wie, du Mom, also weißt du, da hat der Kuchenladen im selben Stadtisch wie Daddys Arbeit. Wir können ja Daddy abholen und dabei den Kuchen. Solche Sachen. Und ist wirklich langsam tragisch, aber gut. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim Sirup machen wieder. Bis dann. Ciao. Beim Sirup, die wichtigste Sache ist, man braucht auf jeden Fall einen großen Topf und einen Herd. Ja, könnte man sich denken. Dann braucht man auf jeden Fall einen Löffel. Ich habe jetzt hier einen Plastiklöffel. Weil, ja, weil der eben da war. Dann braucht man genauso viel Zucker, wie man auch Flüssigkeit hat. Also ich habe geplant, 500 Milliliter zu machen. Somit sind es 500 Gramm Zucker. Und ja, mein geplanter Saft wird ein Maracuja-Saft. Und ich nehme dann einen Frucht-Direkt-Saft, weil da am wenigsten Zusätze oder Chemikalien oder sonst irgendwelches Zeug drin sind und noch am natürlichsten ist. Vor allem mir wichtig ist, dass es 100% Fruchtsaft ist und ja. Dann zusätzlich braucht man ein ausgekochtes, also man kann es auch nicht auskochen, aber dann hält sich das Zeug nicht so lange, Glas, wo man dann das reintut und naja, ein Messbecher kann auch nicht schaden. Meiner ist rosa und ich habe den als Ersatzmessbecher und ich mag den auch total gern, aber naja. Oft benutzen tue ich ihn trotzdem nicht, weil ich dann eben doch noch einen anderen habe und den mag ich halt doch noch ein bisschen lieber. Ja, das nächste ist dann, dann wird nämlich der Saft schon im Becher drin sein und ich werde euch zeigen, wie es dann weitergeht. Und ja, das war's dann.
jetzt seht ihr hier meinen Topf und da kommt jetzt dieselbe Menge Flüssigkeit dazu. Ich hasse es immer, wenn Getränke oder irgend sowas dann dieses Geräusch machen, dieses Knatschen wie bei den Enten. Also ich für meinen Teil, ich rühre es dann mal noch, bevor ich die Hitze drauf mache, damit sich das so ein bisschen forschen verbinden kann. Und ja. Also ich muss sagen, es rührt sich echt schwer, weil das ist ja schon eine Menge Zucker und so. Aber ja. Dann mache ich gleich jetzt die Platte an. Ich mache es auf der höchsten Hitzestufe und so schmilzt es dann einfacher und schneller. Ihr müsst wissen, im Moment hätte meine Mutter eigentlich Hunger, aber sie hat das Zimmer verlassen wegen meinem Video, was aber eigentlich sinnlos ist, weil wir ja nur den Topf sehen. Also werde ich jetzt meine Mutter schnell rufen, dass sie wieder zurück kann. Du Mami, mhm. Du kannst gerne auch hier sein während dem Video, weil man sieht wirklich nur den Topf. Und ich habe meinen Zuschauern gesagt, dass es im Hintergrund kleppern könnte, weil du hungrig bist. Die Idee übrigens zum Maracuja-Sirup ist meiner Mom gekommen, weil ich habe gesagt, ich würde gern Sirup machen, weil ich habe ein Video gesehen, auch auf YouTube. Und da habe ich das so gesehen und habe gedacht, oh, das ist ja lustig und sieht spannend aus. Aber ich habe dann nicht irgendwie so, ja, ich wusste dann nicht, was ich machen soll. Ich habe dann erst an Apfelkirsch gedacht, dann habe ich wieder an rote Beeren gedacht. Und irgendwann hat dann meine Mom zufällig im Edeka unseres Vertrauens den Maracuja-Saft entdeckt und hat sie den mitgebracht. Und jetzt mache ich daraus halt einen Sirup, den es dann morgen an meinem Tisch zum Trinken geben wird. Ja. Also ich muss zugeben, dass mit dem, bis das jetzt ein bisschen sich der Zucker verflüssigt hat, das dauert jetzt etwas. Und ja. Ich denke, ich werde jetzt mal... Nein, das fängt gerade an zu kochen, glaube ich. Der Wunschtraum ist hier jetzt wirklich der Herr des Geschehens. Entschuldigt. Ich nehme euch durch das ganze Sirup machen jetzt durch mit... Und ich schneide jetzt nichts raus. Und ja. Kalter Luftzug im Rücken. Ganz fiese Nummer. Ah, seht ihr, das meinte ich, weil wenn ich jetzt auf Pause gedrückt hätte, hättet ihr das nicht gesehen. Und das muss man jetzt einfach rühren, bis keine Kristalle mehr da sind. Also ich rühre es, weil ich unglaublich Angst habe, dass es sonst verbrennt oder anbrennt, weil ich bisher nur einmal Sirup gemacht habe. Also unsere Platte zischt immer so. Nur mal ganz kurz. Stimmt's, Mama? Nein. Gut, dann machen wir mal ein bisschen die Temperatur runter. Nur ein bisschen. Also was ich auf jeden Fall schon zum Sirup machen gelernt habe, ist Folgendes. Wenn ihr zum Beispiel so einen Fruchtsirup macht, dann könnt ihr entweder erst mühselig die Früchte auseinandernehmen, sie dann aufkochen im Wasser, dann sie noch durch ein Sieb tun, damit kein Fruchtfleisch drin ist, und dann habt ihr am Ende einfach nur Fruchtsaft. Oder ihr kauft es einfach irgendwo in einem Laden und habt dann direkt Fruchtsaft. Das ist dann die faule Variante und meine. Ja, dann der nächste
Das nächste, was ich sagen kann, ist, ich habe jetzt 1 zu 1 gemacht, also gleich viel Flüssigkeit auf gleich viel Sirup, auf gleich viel Zucker, entschuldigt. Und man kann aber auch weniger Zucker nehmen zum Beispiel, aber dann ist es auch weniger lang haltbar. Ja. Dann das nächste, was ich noch sagen kann, ist, wenn ihr einen Fruchtsirup nehmt, den könnt ihr direkt abfüllen. Wenn ein Sirup mit Kräutern oder Gewürzen oder eben wo ätherische Öle drin sind, müsst ihr es erst ein bisschen abkühlen lassen, dann die ätherischen Sachen reintun, dann die Sachen wiederum nochmal so ein bisschen 2 Stunden ziehen lassen und dann könnt ihr erst den Sirup abfüllen. Der hier wird jetzt schneller abfüllbar sein. Gestern habe ich nämlich noch einen Zimtsirup gemacht. Ich kann euch leider noch nicht sagen, wie er schmeckt, weil er jetzt bei mir noch 4 Tage stehen muss, damit er richtig gut durchgezogen ist, auch von den Gewürzen und allem. Aber ich hoffe, dass der gut wird. Ja, und jetzt das nächste Ding ist, den Sirup werde ich jetzt einmal sprudelnd aufkochen lassen, damit auch alle Bakterien und alles abgetötet sind und dann ist er eigentlich schon fertig. Und wie ihr merkt, das geht relativ schnell. Ja, vielleicht hätte ich aufhören zu rühren, dann kann es auch wirklich sprudeln aufkochen. Meine Mutter knickt gerade auch so zustimmend. Also ich habe da jetzt so eine mini-mini-witzige Fruchtfliege und ich vermute, dass ich wahrscheinlich am Ende des Tages Sirup mit Mini-Fruchtfliege habe. Das ist dann das Überraschungsding. Wer kriegt die Mini-Fruchtfliege? Ja. So, jetzt schalte ich ein bisschen die Hitze aus direkt, weil es muss ja nur einmal sprudelnd aufkochen. Ich will ja nicht, dass mir der ganze Bottich entgegenkommt. Riecht sehr Maracuja-mäßig, auch wenn es jetzt eher aussieht wie so eine Milchmischung. Aber das ist jetzt die Hitze, die das macht, hoffe ich zumindest. Ob es denn auch so ist, zeigt euch dann das Lichtlein, das brennt. So. Oh Gott. Einmal rühre ich jetzt nochmal. So, jetzt sind wir am Punkt angelangt, wo Elena nicht mehr glaubt, dass es nur die Hitze ist. Oh nein. Guck mal, da ist richtiger Schaum drauf, Mami. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall lasse ich das dann nachher hier im Topf etwas abkühlen. Und dann fülle ich es direkt in mein ausgekochtes Glas um und dann ist es eigentlich schon fertig. Ich würde sagen, jetzt machen wir kurz eine Pause und ich zeige euch dann erst wieder, wie es abgefüllt wird, weil bis das jetzt kühl ist, braucht es wahrscheinlich schon so eine Stunde, halbe Stunde. Ja, in der Zwischenzeit haben wir übrigens jetzt offiziell 0 Uhr und somit bin ich jetzt offiziell 24. Woo! Mir selbst applaudiert. Wundert euch nicht, dass mir keiner gratuliert. Bei uns gibt es die Familientradition, dass mein Vater als Erster gratuliert und der ist gerade noch nicht da. Gut. So sieht jetzt übrigens der Sirup erstmal vorerst aus. Der köchelt jetzt noch so ein bisschen und dann muss er abkühlen. Wir sehen uns gleich, wenn er abgefüllt wird. Bis dann. Ciao.